Michael Schumacher ist der erfolgreichste Rennfahrer in der Geschichte der über 65-jährigen Geschichte dieses Sports, der Formel 1. Er hält alle maßgeblichen Rekorde, er hat die meisten WM-Titel, die meisten Grand Prix-Siege, die meisten schnellsten Runden, die meisten Pole-Positions, die meisten Führungsrunden. Statistisch gesehen kommt kein anderer Fahrer an seine Erfolge heran. Michael hat seinen Sport immer geliebt und voller Leidenschaft betrieben. Und daher hat er sich schon sehr früh und immer wieder Autos und andere Stücke aus seiner Zeit bei den verschiedenen Teams gesichert. Über die Jahre hinweg hat er so quasi ganz nebenbei eine beeindruckende private Sammlung aufgebaut. Viele dieser Autos waren bis vor einigen Jahren im Michael Schumacher Kart- und Event Center in Kerpen zu sehen. Momentan sind diese Autos und auch die anderen Stücke privat untergebracht. Als Hommage und als Zeichen des Dankes an seine Fans, die ihn während seiner außergewöhnlichen Karriere begleitet haben und auch heute noch begleiten, soll die Michael Schumacher Private Collection nun Ende nächsten Jahres in der Motorworld Köln-Rheinland Einzug halten und ebenso, wie es ja bei der Motorworld immer ist, frei zugänglich gemacht werden. In der Motorworld-Gruppe haben wir hier einen wunderbaren, weil autoverliebten, möchte ich sagen, Partner gefunden. Und in der Motorworld Köln-Rheinland ein Ort, der nahezu ideal ist aus unserer Sicht, allein schon wegen der Lage, denn der Butzweiler Hof, in der die Motorworld Köln-Rheinland Einzug finden wird, ist nur ungefähr 30 Kilometer von Kerpen entfernt. Und Kerpen ist der Ausgangspunkt der Karriere von Michael. Die Michael Schumacher Private Collection soll so Heimat und Anlaufstation für alle Fans sein, die in Erinnerungen schwelgen wollen, und gleichzeitig auch für alle Autoliebhaber, die Spaß an originalen Rennwagen aus mehr als 25 Jahren haben. Ein Ort also zum Schauen, Schlendern und Staunen. Dass es großes Interesse gibt, erleben wir anhand der existierenden Michael Schumacher Ausstellung im Zentrum für Vermögensberatung in Marburg, die im Februar diesen Jahres eröffnet wurde und die ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen kann. Bis dato, also innerhalb eines halben Jahres, verzeichnet diese Ausstellung in Marburg einen Zuschauerzuspruch von mehr als 30.000 Besuchern, was natürlich uns alle sehr überrascht und auch sehr freut. Die existierende Ausstellung in Marburg wird bis Anfang 2018 geöffnet sein und schließt so auch die Lücke bis zur Eröffnung der Ausstellung in der Motorworld Köln-Rheinland. Wir alle arbeiten hier eng zusammen, Andreas und auch die DVAG. Ich darf den Dr. Lach von der DVAG hier auch sehr herzlich begrüßen. Während die Ausstellung in Marburg durch ihre thematische Tiefe, ihre interaktive Erklärungen und einige ganz besondere Originale, wie zum Beispiel den Ferrari von dem Jahr 2000, beeindruckt, wird die Michael Schumacher Private Collection schon allein durch die schiere Größe und die Menge der Exponate einen Besuch wert sein. Wir werden dort, und das sage ich nicht mit dem Anspruch der Vollständigkeit, unter anderem folgende Autos zeigen können. Alles Originalautos, die Michael gefahren hat. Ein Formel Ford 1600 von 1988, ein Formel 3 von 1989, ein Mercedes Gruppe C Sportwagen von 1990, den Sie hier hinten auch sehen können. Und aus der Formel 1 Zeit, denn ein Jordan von 1991, das ist das erste Auto, in dem Michael Formel 1 gefahren ist. Drei Benettons aus der Zeit von 1991 bis 1995. Hier hinten sehen Sie eins dieser Autos, mit denen Michael einen Weltmeistertitel gewonnen hat. Circa acht Ferrari aus der Formel 1 Zeit und ein Mercedes Formel 1 Auto aus der Zeit von 2010 bis 2012. Auch hier sehen Sie da einen Vertreter hier nebenan stehen. Dazu kommen originale Helme, Anzüge, Handschuhe, Trophäen und vieles mehr, viele Erinnerungen. Ich bin überzeugt, dass diese Ausstellung viel Anklang finden wird und ich möchte mich im Namen von Michael und seiner Familie ganz herzlich bei Andreas Dunkel und der ganzen Motorworld Group bedanken, dass sie uns und der Michael Schumacher Private Collection diesen bemerkenswerten Rahmen bieten konnten. Gerne bietet, glaube ich, sagen zu dürfen. Vielen Dank.